Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier im nächsten Vlog. Könnt ihr euch noch dran erinnern, wie wir im letzten Vlog hier alle Schilder hingestellt haben? Unser Vater hat alle Schilder weggestellt, weil er alles weggefahren hat, außer das Karussell. Moment. Das fahren wir jetzt weg. Und wisst ihr noch, was ich euch gesagt habe? Es gibt immer einen Dummen, der sich da vorstellt. Guckt's euch an. Der ganze Parkplatz, Chat. Der ganze Parkplatz ist frei. Der stellt sich genau, ich meine, es ist kein Problem, weil, also ich habe hier noch Platz zum Rausfahren auf jeden Fall. Aber Digga, der ganze Parkplatz ist frei und genau hier steht der Volldepp. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, ich meine, es ist trotzdem Platz. Ja, okay, ich komme trotzdem raus, aber ne? Was habe ich gesagt? Es gibt immer dumme Menschen. Es gibt immer dumme Menschen ohne Hirn. Ey, das ist brutal. So. Mal alles dran. Das ist geil, oder? Das ist geil. Lieben wir. Guck mal, der hat seinen Adapter dran gelassen. Ja, hallo und herzlich willkommen. Das ist schon mal ein guter Start in den Morgen. Wir fahren heute nach Großzimmern, bauen da das kleine Karussell auf, machen alles fertig. Und da haben wir dann Samstag, Sonntag ist der Spieltag. Heute ist Freitag. Genau. Jetzt mal gucken, dass noch alles das passt. Check Engine? Ja. Wirklich? Ja. Das ist schlecht. Motorkontrollleuchte ist wieder an. War bei Lampe, weil ich alles steht und zieh nicht mehr. Jetzt hat die das schon wieder. Hab ich zugemacht, hab ich angemacht, ja. Aber die sind nicht weg. Die ist so Limp-Mode. Ja, ich weiß. Musst du heimfahren, musst du vielleicht mit dem Bus nochmal fahren. Oder meinst du, das geht trotzdem? Hat halt nicht viel Power, wir fahren eh nicht so schnell. Wenn Power hat für Motor, kann man auch so fahren. Hat der dran? Ja. Probier mal. Das wird wieder teuer. Also es ist wieder jetzt, na, wie beim letzten Mal. Motorkontrollleuchte. Ja, probieren wir. Fahren tut er ja trotzdem. Ja. Kannst du gucken, vielleicht bleibst du ein bisschen höher bei Drehzahl. Aber das geht nicht. Guck mal, wenn du da einmal um die Kurve fährst, ist das Kabel ab, dann ist die Buchse kaputt. So, ich gebe es ins Navi ein und dann fahren wir rüber. So, wir sind dabei, fleißig dabei. Wir haben jetzt noch die Kasse. Alles knapp hier. Haben wir gerade so reingestellt, aber den kann man wenigstens so stehen lassen. Das ist schon mal gut. Mit dem Brunnen muss natürlich noch ein Durchgang sein hier vorne. Und hier ist hier quasi der Pfosten, ist quasi Ende. Also ein bisschen drüber sind wir, aber das hier, diese 4 Meter Durchfahrt für die Feuerwehr ist, und da ist ja mehr als genug Platz. Also das passt. Aber so weit hinter, wie es ging. Dementsprechend haben wir knapp gebaut. So, jetzt schieben wir noch die Kasse hin und dann geht es halt weiter mit unserem täglichen Werk. So, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir sind jetzt soweit durch. Karussell ist aufgebaut. Wir fahren jetzt wieder Richtung Heimat. Morgen fahre ich nochmal hierher. Die Jungs fahren
mit ihrem eigenen Auto her. Ich fahre aber auch noch mal hierher, mache mit auf und dann fahre ich rüber nach Jügesheim. Das ist nämlich hier so 2-3 Orte weiter. Da stehen wir nämlich nächste Woche und das habe ich nämlich mal geschaut. Das hatte ich jetzt schon ein paar Wochen her, da habe ich das angenommen. Auch Kürbisfest, hier ist auch Kürbisfest und da drüben dann auch. Und dann habe ich mir gerade gedacht, das ist doch gar nicht so weit. Die Frage, das Doofe ist nur, ich muss hier am Montagmorgen raus spätestens und drüben in Jügesheim kann ich erst am Samstag aufbauen. Wäre natürlich doof, wenn ich jetzt nochmal komplett nach Gottenlau fahren müsste, um da abzustellen. Dann steht er da 2 Tage und dann muss ich diesen ganzen Weg hier hinter Darmstadt wieder hierher gurken. Deswegen fahre ich morgen mit hierher, mach auf. Dann fahre ich nach Jügesheim und guck mal, ob es da irgendwas in der Nähe gibt, wo man abstellen kann. Da müssen wir mal gucken. Abfahrt. So, Freunde der Sonne, meine Motivation hält sich in Grenzen. Also, dieser Raum hier soll neu werden. Das mache ich jetzt. Jetzt. Ich fange jetzt an. Boah, Alter. Okay. So geht's auch. Au! Hey, 10 Cent. Gut. So, Freunde. Einmal Zwischenbericht. Ihr kennt das. Man fängt was an, macht was weg. Ich wollte nur diesen Boden rausmachen, ne? Also den hellen Boden. Und wollte einen neuen drauflegen. Und was sehe ich? Ihr seht es hier schon. Alles morsch. Alles morsch. So, also hier die Ecke, hier hinten diese Ecke, die war morsch. Und hier unten drunter, da auch, hier ist auch ein Loch drin. Das werde ich jetzt gleich mit so einem 2-Komponenten-Schaum, habe ich mir gekauft. Na, werde ich hier dieses Loch ausfüllen. Ihr seht es ja hier. Das ist Holz unten drunter, also das Holz. Und dann ist eine Dämmung noch drin. Also da ist noch der Boden ist auch gedämmt. Aber das Holz ist so morsch. Ich schätze mal, das wird von hier. Ich müsste hier eigentlich mal ein Vordach hier vorne machen. Das werde ich dann wahrscheinlich auch dann demnächst angehen. So über die letzten Jahre. Na, ist nicht viel Wasser, aber halt immer ein bisschen. Und dann wird das hier morsch. Ich habe jetzt hier die alte Platte raus, war jetzt schon im Baumarkt. Kommt hier eine neue Platte rein. So, genau hier diesen Spalt, den lasse ich. Beziehungsweise da muss ich dann noch was reinmachen. Muss ich dann noch ein bisschen fillen. Ich denke mal, ich werde hier noch so ein kleines Brettchen werde ich hier noch reinschneiden. Damit der Spalt nicht so groß ist, sondern maximal so wie hier. Beziehungsweise hier könnte es sogar schon fast komplett zu. Leider war das Brett nicht so breit, weil das ist irgendwie noch ein anderes Holz. Das, was vorher drin war, war breiter. Seht ihr das? Das ist ein bisschen breiter als das hier, aber ist nicht so schlimm. Ich mache hier noch ein Stückchen rein, da kommt ja sowieso nochmal Boden drüber. Ich lasse jetzt hier so ein Ding drin, weil wir hatten hier im Winter, hier ist ja eine Heizung, hier, so eine Elektroheizung. Aber auf der Seite ist kein Stecker. Das heißt, wir haben immer hier reingesteckt und dann lag hier halt immer das Kabel irgendwie im Weg. So ein bisschen unterm Teppich, aber trotzdem immer Kabel. Jetzt mache ich hier noch eine Buchse hin, mache hier noch einen Stecker drauf, dass ich hier gar nicht rumbasteln muss, sondern einfach hier einen Stecker hin. Hier Steckdose, sage ich jetzt mal. Dann hier runter. Na? Und dann legen wir hier das Kabel durch. Und dann kommt hier auch noch eine Buchse hin. Dann kann die Heizung direkt hier reingesteckt werden. Das ist der Plan. Das ist der Weg. So, ich habe jetzt hier schon mal noch das zweite Teil hier noch ausgeschnitten. So, na, da seht ihr schon, wie das ungefähr aussieht. Hier auch ein bisschen drüber. Hier unten werde ich auch noch mit Schaum zumachen. Ich weiß halt nicht, warum hier die Feuchtigkeit reingekommen ist. Ich gehe mal davon aus, dass es hier irgendwo reinkommt. Ne, dass da, wenn da an der Hauswand irgendwie der Regen schräg dran läuft, dass es dann da oben irgendwie reinläuft. Dann hier über die Mitte runter. Ja, also da mache ich auch zu. Ich denke, von da wird wahrscheinlich auch ein bisschen Wasser reingekommen sein. Auch nicht viel, aber halt ein bisschen halt, ne? Und dann, ich meine, die Container stehen jetzt auch schon knapp 10 Jahre hier. Und 10 Jahre ein bisschen Wasser macht halt auch sein Werk. Aber neue Platten sind drinne. Dann mache ich jetzt schon mal Kabel rein. Beziehungsweise, ich mache kein Kabel rein. Ich mache jetzt den Schaum, weil ich wollte hier schön voll knallen, hier unten drunter. Ne?
damit es sich, weil das ist so ein Zwei-Komponenten-Schaum, der sehr fest wird, der auch ein bisschen Gewicht aushält. Dafür ist er gekauft, dafür ist er teurer, der belastbar ist. Dann knalle ich das nämlich unten schön voll und schraube das hier gleich fest, damit der Boden nicht hochgeht, dass ich das, der Schaum, der breitet sich ja aus. Und ich weiß nicht, der ein oder andere, der schon mal Bauschaum benutzt hat, ihr macht hier so in die Ritze hier so ein bisschen Bauschaum rein, bis das ausgehärtet ist, ist das bis hier so hoch angeschwollen, also es hat sich ausgedehnt. Und ich will nämlich das da unten schön rein, schön voll, dann schraube ich das gleich fest, damit sich das hier unten in diesem Hohlraum, der sich natürlich durch dieses morsche Holz und sowas gebildet hat, dass sich das schön da reindrückt. Das ist so meine Idee, mein Plan. Dasselbe machen wir hier drüben auch. Hier werde ich mir jetzt noch ein Ding holen von den Brettern, die ich habe. Dann fange ich nämlich hier an, das hier reinzuschrauben. Also hier fängt quasi das erste Brett an. Das ist der Plan. Dann mache ich nämlich hier auch mit Schaum voll. Und hier unten drunter, dann schraube ich das fest. Schraube hier gleich ein Brett drauf. Auch schön Ding, was ich auch gesehen hatte hier in diesen Ritzen, in diesen Ecken und so. War Mäusekacke. Könnte sogar Rattenkacke sein, so groß wie das ist. Obwohl ich mir kaum vorstellen könnte, dass hier Ratten durchpassen, aber anscheinend schon, ne? Weil das ist halt, das sind genau zwischen zwei Containern, ne? Ist halt ein kleiner Spalt dazwischen. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Aber gut, knall ich alles mit dem Zwei-Komponenten-Schaum, knall ich alles voll, ja? Ja? Bauschaum. Bauschaum, mache jede Ritze voll mit Baumschaum. Baumschaum. Baumschaum, Bauschaum, Baumschaum. Ich bin dumm und ich habe noch nicht mal die Gase eingeatmet. Okay, fertig für heute, liebe Freunde. Na, da seht ihr hier, geht's Kabel durch. Zack, hier kommt noch ein Kabelkanal hin. Dann mache ich das hier gerade als Stecker hier rein. Dann hier das Kabel geht hier unten durch dann. Ich? Dann kommt hier eine Buchse hin. Ich habe doch mitgearbeitet. Du hast mitgearbeitet, jawohl. So, machen wir rüber. So, dann kommt hier da unten eine Buchse hin. Wir haben jetzt hier alles festgemacht. Ihr seht ja hier, Bauschaum. Bauschaum. Ist jetzt hier drinne. Ich habe hier unten drunter, hier unter dieser Leiste, da war auch vorher Bauschaum drinne. Aber ich habe jetzt diesen Zwei-Komponenten-Bauschaum, der belastbarer ist. Ne? Der wird auch immer härter gerade. Habe ich hier unten drunter. Das heißt, das hier ist auf jeden Fall schon wieder trittfest. Das hat sich nämlich vorher durchgebogen. Und auch hier, ne, seht ihr das? Ist das auch um einiges fester jetzt. Genau, hier unten drunter diese Ritze, das habe ich zugemacht, habe hier schon eine Leiste von dem Holz hingemacht, damit der Bauschaum nicht hoch geht, sondern sich wirklich schön zur Seite wegdrückt. Ne, schön in diese Ritzen da noch rein und alles. Und ich habe ganz halt hier gestanden, dass genau. Es nicht hochgeht. Die Emily hat das Gewicht gemacht. Jetzt muss ich einmal so zeigen. Zum Glück war ich zu schwer. Zum Glück isst du gerne Pizza. Pizza. Das ist jetzt der Raum. Boden ist jetzt wieder drin. Normalerweise, also heute ist jetzt eigentlich der ganze Tag für eine Arbeit draufgegangen. Wir essen heute Pizza. Die ich eigentlich gar nicht machen wollte, weil ich habe gedacht, ich mache das alte Laminat raus. Neue Folie hier drunter, neue Dämmfolie drunter. Neues Laminat rein, ja. Da Boden kaputt, da so eine riesen Spalte. Hier Boden total morsch, total kaputt. Jetzt habe ich es neu reingemacht. War jetzt aber auch nicht so tragisch, weil ich hätte sowieso den Boden mehr oder weniger rausmachen müssen. Yeah. Um hier das Kabel reinzuschneiden, ne? Um hier so einen Kabelschacht sozusagen, ja, so ein Kabel. Da reinzumachen. Was natürlich doof war, dass ich jetzt noch eine Platte, Holzplatte kaufen musste. Aber jemand hat geklopft. Hat doch gar keiner geklopft. Hast du Halluzinationen? Nein, ich habe immer Klopfen gehabt. Genau, morgen müssen wir natürlich erstmal aufmachen. Das machen wir erst. Ich weiß nicht, ob ich davor schon irgendwas mache. Dann muss hier die ganzen Überreste müssen hier morgen alles weg. Ja. Ich mache dann noch die Streichen, wo ich nicht dran komme. Das Papa dann machen. Und Papa macht dann noch die Regal dahin, wo der Papa der Regal war. Das Regal war. So, das muss morgen alles so hier alle ab. Die Reste Tapete. Und dann streiche. Ja, noch nicht ganz. Wenn das alles weg ist, diese überschüssigen Gedöns hier, dann müssen wir die ganzen Löcher einmal zuspachteln. Ja. Das muss dann einmal alles, da habe ich einmal so fertig spachteln. Das muss dann auch weg, ja. Und dann machen wir hier alles einmal zuspachteln. Genau, hier werden wir noch zuspachteln, hier diese Ritze hier. Und hier war schon mal ein Riesenloch und da musste Papa das zumachen. Ja. Da war auch mal irgendeine Buchse drin. Hier ist auch kein Strom drauf, ne? Ich habe keine Ahnung, warum hier so eine Buchse ist. Ich habe jetzt nochmal alle Schalter nochmal ausprobiert. Aber
keine Ahnung, da ist kein Strom drauf. Ich habe trotzdem hier mal so eine Klemme drauf gemacht, falls da irgendwann mal doch Strom drauf kommen sollte, dass nichts passiert. Ne? Erde braucht nichts, ist ja nur die Erde. Und hier, das hier ist das Kabel, was für den Schalter nach oben geht, also da ist nichts drauf. Das war blöd, weil es geht ganz halt hoch, wenn ich drauf drücke. Ja, das ist nur, das habe ich nur drauf gemacht, um zu gucken, wie, ob ich gerade bin. Das passt schon so. Das kommt wieder raus dann. Dann würde ich sagen, also morgen, wie gesagt, erstmal Schießwagen, Kinderkarussell aufmachen. Dann muss ich auf den anderen Platz fahren. Dann muss ich gucken, ob ich da irgendwo den Schießwagen, muss ich schon wieder sagen, das Kinderkarussell hinstellen kann. Für nächste Woche, ob es da irgendwo einen Abstellplatz gibt, ein Plätzchen. Dann nach Gottelau fahren, da müssen wir den Hänger holen. Ja, und das macht mein Papa alles mit mir. Und die Emily macht's mit mir. Genau, dann holen wir den Hänger, weil wir haben jetzt ein bisschen Müll produziert. Und dann gucken wir mal. Der andere Schrank, der alte Schrank, der draußen steht, der muss auch noch kaputt gemacht werden und dann in den Hänger. Und dann, ja, dann machen wir hier weiter. Machen hier die ganzen Reste ab, spachteln zu und dann mal gucken, wie spät es dann ist. Aber ich gehe mal schon fast davon aus, dann ist der Tag schon fast gelaufen. Aber eigentlich müssten wir trotzdem noch streichen. Wir chillen heute und essen Pizza. Wir müssten eigentlich noch streichen morgen, damit das bis übermorgen, ne, dass es schön über Nacht trocknen kann, damit wir übermorgen, also am Sonntag, dann die Schränke aufbauen können. Dann fehlt nämlich nur noch Schrank. Und Lampe habe ich bestellt, das dauert noch, bis die kommt. Und ja, Steckdosen dran und so. Ja gut, eigentlich müssten wir morgen noch streichen. Bis dahin müssten wir noch kommen. So, gut, fertig für heute, wir sehen uns morgen. Hey Leute, ich wollte nur mal angemerkt haben, wir haben nachts 12:30 und ich habe den kompletten Boden rausgerissen. Und hab die ganzen alten Dinger raus. Na, ihr seht ja, hab ich ja schon mal gesagt, hier war alles nass. Hier ist eine Ecke noch trocken geblieben. Ich habe jetzt hier einmal sauber gemacht. Und ich werde morgen zum T-Docs fahren und werde mir hier noch einen Boden holen, den ich hier reinmachen kann. Ich werde nichts Großartiges holen. Ich werde vielleicht, ich muss mal gucken, was genau ich hole. Vielleicht einfach nur ein PVC und den hier reinschneiden. Entweder das oder halt Laminat. Also kein Holz, aber ne, dieses Klicklaminat, dieses wasserfeste, vielleicht das, wahrscheinlich das, vielleicht auch Laminat, ich guck mal. Nur, dass man halt hier wieder normal laufen kann, weil mit diesen kaputten Fliesen, das ging übel auf den Sack. So, ich habe jetzt hier einen Heizer. Will ich jetzt noch hier in den Raum stellen, damit er hier noch den Boden ein bisschen trocknet. Das ist der Weg. Klo musste ich auch unterbauen. Ohne Fliesen wäre das nämlich zu tief gewesen, dann hätte alles hier verkeilt und war nicht mehr dicht. Jetzt habe ich es wieder unterbaut und es ist wieder dicht, Gott sei Dank. Wahrscheinlich mache ich am besten das Fenster drauf kipp, oder? Was denkt ihr? Ich habe ein Problem. Erstens, wenn ich das Fenster auf kipp mache, denke ich, dass hier nicht warm genug drin wird. Wenn ich es nicht auf kipp mache, weiß ich nicht, ob sich die Luftfeuchtigkeit hier drin staut. Dann machen wir auf kipp. Wir schauen mal. Es ist schon ziemlich kalt draußen. Ich weiß halt nicht, ob der dagegen heizt. Ich lasse jetzt mal eine halbe Stunde auf kipp und guck mal, wie die Temperatur hier in dem Raum wird. Guck mal, ob wir die Feuchtigkeit noch so ein bisschen aus dem Boden kriegen. Ich will das nämlich über die Nacht laufen lassen, dass ich vielleicht morgen, dass das dann vielleicht schon trocken ist, dass ich morgen da Boden verlegen kann. Ja. Nachts um 12:30. Let's fucking go. So, meine lieben Freunde. Ich habe schon lange nicht mehr gefilmt. Wir haben jetzt die letzten Tage hier durchgehasselt. Ich hatte gestern, wollte ich euch eigentlich mitnehmen. Ich war meinen Cousin besuchen. Da war ich einmal gewesen und habe mit den Jungs in Großzimmern aufgemacht. Dann bin ich rübergefahren zu meinem Cousin. Der hat nur so 3-4 Orte weiter, hat er auch einen Platz gehabt. Da habe ich den mal besucht und wir stehen ja nächste Woche in Jügesheim und da wollte ich ja nochmal abchecken wegen des Karussell hinstelle. Das haben wir dann geklärt. Ich kann den zur Not auch bei meinem Cousin hinstellen. Der wohnt nicht weit von Jügesheim. Witzigerweise hat er da sogar mal gestanden bis vor 2 Jahren. Ja, da, ja, was, warum, was machst du hier in der Ecke so mäßig? Und dann so, ja, ich habe hier Jügesheim. Ah ja, da habe ich vorher auch immer gestanden, aber kann ich nicht mehr. Deswegen suchen die wahrscheinlich einen neuen. Neues Kinderkarussell. Ich sag, ja, jetzt bin ich da. soll wohl nicht so schlecht sein, ne? Dafür, dass es nur einen Tag geht. Weil das ist ja das Doofe, ne? Man baut halt nur für einen Tag auf. Soll aber okay sein. Großzimmern ist bisher auch okay, weil ich weiß ja nicht, wie der Sonntag heute wird, aber gestern war okay. So, da fahren wir jetzt auch dann so eine Stunde. Fahren wir da auch hin. Ich wollte euch noch einmal Update geben. Ich bin leider nicht fertig geworden hier in dem Raum. Alter. Und ich werde übelst krank. Schon wieder.
Ich bin leider nicht fertig geworden. Ich habe natürlich ein bisschen gehofft, dass ich den Raum hier so weit fertig kriege, bis die Olle da ist, aber das Bad hat ein bisschen gedauert. Das hat mich aufgehalten. Wir fangen jetzt mal mit dem Vorraum hier vorne an. Ne? Wände sind auf jeden Fall gestrichen. Wir haben so ein bisschen die Löcher zugeputzt, ne? Und haben gestrichen. Ne? So, das sieht alles jetzt so ein bisschen einheitlicher, sauberer aus. Perfekt ist es nicht. Ne? Wenn man genau mal hinguckt, sieht man hier trotzdem so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen Ami-Haus-Feeling. Die sind nämlich auch so unsauber, was so das angeht. Aber ey, das ist schon mal ein Upgrade und für schnell, schnell ist das gar nicht so schlecht. Ja, so nochmal der Blick in den Raum. Wenn dann der Schrank und sowas noch drin steht, wird das auch nochmal ein bisschen schöner aussehen. Den Boden, da haben im Prinzip diese Holzplatten haben genau einmal von der Länge gereicht. Ich musste immer nur ein paar Zentimeter abschneiden, aber die Olle, der hat das nicht gefallen. Sie hat gesagt, sie möchte einen Versatz drin haben. Also habe ich quasi jede zweite Latte einmal in der Mitte durchgeschnitten. Also, ne, da durchgeschnitten und dann halt eins links, eins rechts gelegt, damit man quasi so einen Versatz drin hat. Den hätte ich gar nicht machen müssen. So vom Verlegen her hätte ich sogar einfach nur Latte, 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 Latte machen können. Hat natürlich auch aufgehalten, ne? Musste ich natürlich um dreimal so viel schneiden, als würde es, was ich sonst hätte schneiden müssen. Aber okay, das ist jetzt drin. Fußleisten wollten wir noch reinmachen. Da habe ich hier noch die braunen, die liegen hier schon seit Jahren rum. Die wollten wir jetzt mal reinmachen, aber da habe ich diese, da fehlen mir hier diese Eckteile, die man hier drauf setzt. Für innen, außen und so, das brauche ich noch. Dann müssen hier natürlich noch so Leisten drüber. Hier unten, ne? Hier so Metallleisten. So Übergangsleisten muss ich noch holen. Aber Boden ist auf jeden Fall wieder fest. Da gibt nichts nach. Hier vorne ist es schön fest. Hier muss auch eine Leiste dann hin. Küche. Ich zeige jetzt mal die Küche nicht zu viel. Die sieht wirklich schlimm aus. Also die Olle freut sich, wenn sie aus dem Urlaub kommt. Hier, da ist auch so alter Boden noch drin. Irgendwann werden wir auch mal die Küche nochmal angehen und die nochmal hübsch machen. Und dann kommt entweder der Boden hier nochmal raus, dass man dann hier vom Eingangsbereich in die Küche wirklich denselben Boden hat. Ja, oder halt den. Aber die Küche muss auch irgendwann mal raus. Genau. Ansonsten, Lampe ist bestellt. Das dauert noch, bis die kommt. Schränke und sowas müssen wir wahrscheinlich morgen, übermorgen mal gucken, wie wir vorankommen, dann noch machen. Das hier wollte ich auch wegmachen. Die Steckerleiste hier wollte ich eine Überputz-Ding reinmachen. Genau. So, und hier ist das Bad. Da seht ihr auch nochmal, na, also hier diese Wände und sowas, ne, das ist hier auch alles abgefallen, weil halt wirklich mal Feuchtigkeit drin war. Ist das leider alles abgefallen, es war nicht so schön. Der Boden, dadurch, dass man da immer drauf rumläuft, waren die ganzen Fliesen kaputt und alles. Das habe ich jetzt auch mal gemacht, ne. Das ist auch wieder schön. So, und die Ecken habe ich dann mit Silikon, Frauen, ja, habe ich das noch gefilmt? Weiß ich gar nicht. Habe ich zugemacht hier die Ecken noch. Genau, dann haben wir hier wieder schön Boden drin. Hier kommt natürlich auch noch eine Leiste drüber, damit der Übergang nicht so hässlich aussieht. Genau, die Emily hat fleißig geholfen. Wir haben das schön zusammen gemacht. Die hat auf jeden Fall Spaß. Gut, dann chill ich jetzt nochmal eine halbe Stunde, Stunde. Und dann fahren wir rüber nach Großzimmern und bauen da ab. So, Freunde der Sonne, wir sind angekommen. Die Jungs haben schon angefangen. Hier wird schon fleißig abgebaut. Warum geht die eine Reihe hier nicht? Jetzt. Okay, let's go. Meine lieben Freunde, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich glaube sogar Nienchen ist es wahrscheinlich sogar auch nicht aufgefallen. Gehe ich mal davon aus. Ist es euch aufgefallen? Ich weiß auch nicht, ob man es überhaupt sieht. Ich habe einen Zeitraffer gerade laufen gehabt. Der Herr Bukura hat sich am Kopf verletzt, hat einen schönen Cut am Kopf. Wir haben ihn schon Ersthelfer versorgt. Zeig mal deine Pflaster. Da, Ersthelfer versorgt.
Tabaluga, mit Tabaluga Nase auch, hat Cosmo schon vorher gemacht, aber jetzt hier oben, oben ist ein schöner Cut drin auf jeden Fall. Ich habe den Vater schon angerufen, dauert natürlich ein bisschen, bis er da ist, aber der müsste eigentlich gleich hier auftauchen. Ja, muss ins Krankenhaus, muss wahrscheinlich getackert, genäht oder was weiß ich. Schon so 3-4 Zentimeter Cut. Ist das schon. Nicht ein kleiner, schon ein bisschen größerer. Genau. Nienchen, kannst ja mal gucken, ob man aus dem Zeitraffer irgendeinen Slow-Mo rauskriegt. Kann sein, dass man das nicht wirklich sieht. Aber ja, Balken ist natürlich auch kaputt. Der Kopf wächst von alleine wieder zusammen. Der Balken nicht. Wir haben jetzt schon hier draufgeladen. Hier unten rausgebrochen. Da müssen wir mal gucken, ob ich das so repariert kriege oder ob wir den ganzen Balken austauschen müssen. Da müssen wir mal schauen. Ja, so, wir sind jetzt in den letzten Zügen. Machen jetzt hier noch alles weg. Mittelbau und so weiter. Und dann fahren wir nach Riedroden rüber und stellen da ab. Bis next week. Genau, das ist der Plan.